Hallo und herzlich willkommen in der Disasterwelt zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Denn in genau diesen Wald werden wir jetzt hier reinspazieren, in den Wald von Hyrule. Der ist riesengroß und da drin befindet sich irgendwo ein Schwertchen, was ich gerne zurück hätte. Denn ohne dieses Schwertchen Ganon bezwingen ist irgendwie nicht das Gleiche. Und jetzt ist mir klar geworden, warum dieser fette Schädel hier ist. Ist natürlich irgendwie cool. Aber wirklich, die Entwickler haben das nur aus einem Grund gemacht. Damit man den Wald nicht sehen kann. Es ist fast unmöglich, von hier den Wald zu überblicken. Das ist sehr gemein. Aber da sehe ich irgendwelche großen Kirschblüten oder so. Vielleicht kann man auch irgendwie hier drauf klettern, keine Ahnung. Nein, da nicht. Vielleicht kann man an dem hier irgendwie drumherum klettern. Puh, das war schon sehr knapp. Dann doch lieber nochmal umziehen. Das ist voll komisch, weil jetzt alles irgendwie da woanders ist, als ich das gewohnt bin. Wer weiß, vielleicht ist hier oben mal noch ein Krog oder so. Oh, sei vorsichtig, Link. Okay, wir sind oben drauf. Lol, da... Oh Gott. Aber habt ihr gesehen, da ist ein Schwert. Ich glaube, ein Königsschwert war das. Das will ich natürlich mitnehmen, ne? Also lohnt sich tatsächlich, da drumherum zu klettern. Da hoch zu klettern. Oh Leute, jetzt bin ich hier oben mit diesem Ding. Ja, wollte gerade sagen, da komme ich jetzt auch nicht mehr von weg. Okay, auf der anderen Seite hochklettern war schon der richtige Versuch. Die richtige Idee. Ich bin da nur dummerweise runtergefallen. Weil ich nicht wirklich aufgepasst habe. So. So, jetzt aber. Jetzt ist natürlich Nacht. Alter, ist das neblig. Ha, viel können wir jetzt trotzdem nicht sehen. Aber immerhin kriegen wir einen schönen Blick auf dieses Riesen-Dings da. Kira kommt wohl nicht. Oh, das ist aber schade. König 2 hinterher damit. Ah, fuck. Okay, ich muss irgendwas wegschmeißen. Mal ran. Warte mal da unten auf uns. Mach keinen Scheiß, Link. Du sollst nur den Boomerang runterschmeißen und dann das hier mitnehmen. Das Ding hat nämlich 52, den werde ich ungern zurücklassen. So, wo ist Akira? Da drüben irgendwo. Okay, let's go. Natürlich wieder wie ein typischer Arena-Manier mit einem Flug umziehen, weil das so dermaßen viel Sinn macht. Ich höre genau drauf zu, ich kann aber trotzdem nichts sehen. Ist das da unten? Ach, schade, ich kann den Flug nicht fotografieren. Aber mich umziehen. Macht so viel Sinn. Mit Berghirschkuh. Fetz! Na, ah, daneben. Na gut. Edelwild. Kann ich den Pfeil zurückhaben? Danke. So, Akira. Da bin ich wieder. Der unterhält sich gerade mit dieser Echse da. So eine Sportechse, die ist mir egal. Okay, Akira. Wir dürfen uns jetzt in einem riesengroßen Wald verlaufen. Hast du Bock? Wieso denn nicht? Ich hab da mega Bock drauf. Ich verlaufe mich gerne in Wäldern. Kannst auch diese Ziege fragen, die verläuft sich auch gerne in Wäldern. Siehst du, die kommt schon mit. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da jetzt erwartet, ey. So in diesem Wald. Da vorne sieht schon verdächtig aus. Sieht schon verdächtig nach Krogbaum aus. Ah, Kira können wir hier wahrscheinlich gar nicht mit reinnehmen. Unter dieser Nebel.
Verlorene Wälder. Let's go. Ne? Der Baum da sieht irgendwie schon schwer nach Krog aus. Ah, diese Nebelwand. Oh, okay, man, da kann sich nicht frei bewegen. Gut, das zu wissen. Gut, das zu wissen. Dem Feuer folgen oder dem Feuer lieber nicht folgen? Naja, einen anderen Anhaltspunkt haben wir gerade nicht. Ich schätze mal da, was so könnte angehen. Oh ne, guck mal, guck mal, guck mal. Das funktioniert nicht. Okay, folge dem Feuer. Das ist Phase 1. Solange bis kein Feuer mehr da ist und dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Okay, das scheint richtig zu sein. Jetzt müssen wir wohl darüber. Na, guck mal, die Funken fliegen auch in die Richtung, in die man wohl gehen soll, oder? 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 Oder auch nicht. Ja, jetzt stehen wir nämlich hier und haben kein Feuer mehr. Das habe ich mir schon gedacht. Ah doch, da hinten, da hinten, da hinten. Da ist Feuer. Du kannst dich da wirklich einfach rüberlatschen? Okay, das sieht gut aus. Also scheinen die Funken doch in die richtige Richtung zu zeigen. Und jetzt kriegen wir eine Fackel, weil das anscheinend irgendwie wichtig ist. Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Die Fackel macht nämlich auch diese Funken. Und die ändern mittendrin die Richtung. Die machen. Doch, die machen die Funken. Darüber irgendwie. Oder es schützt uns allgemein vor dem Nebel. Boah, ich habe sowas von keine Ahnung, wo wir hinlaufen, ne? Da vorne ist irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Die Karte hält uns natürlich auch einen Scheiß hier. Oh Gott, wir sind... Guckt euch das an. Wir sind nicht weit gekommen. Das Feuer zieht in die Richtung. Ausgehöhlter Baum. Ich Idiot, hab das Feuer ausgemacht. Das war schlau, Aranel. Euch diesen Baum an. Das ist ein Fiend. Der sieht nicht, wahrscheinlich wirklich nicht nur so aus, als hätte der mal gelebt. Der lebt ja wahrscheinlich wirklich mal. Vielleicht war es sogar mal ein Dekobaum. Aber wahrscheinlich haben die Bäume ja alle mal sowas wie ein Leben gehabt. Oder leben immer noch und tarnen sich nur tot. Das geht natürlich auch. Tja, alles, was wir jetzt machen können, ist einfach drauf loslatschen und hoffen, dass wir irgendwo wieder rauskommen. Versuchen wir einfach mal Richtung Saliersee zu laufen. Da hinten am Horizont sehe ich irgendwas. Aber ich glaube, es ist nur von Schloss Jerode. Also, natürlich wollen wir ja in die Mitte, schätze ich mal. Weil da ist dieser komische Baum mit diesen ganzen Kirschblüten und so weiter. Der ist bestimmt irgendwie interessant. Ah, fuck. Und natürlich dann der See und dieser Sumpf. Midosumpf, Saliersee. Die sind in irgendeiner Weise interessant. So. Ich habe keine Ahnung, ob die Funken wirklich dahin zeigen, wo man hin soll. Hier bin ich irgendwie falsch.
Müsste er in die Richtung. Aber ich schätze mal, ja, da komme ich nicht einfach so hin. Huhu, ich bin schnell genug zurück. Nein, nein, nein! Aber hätte man echt so überhaupt keinen Anhaltspunkt, ne? Vielleicht könnte man irgendwo auch noch Hinweise finden, wie man hier durchkommt. Aber momentan habe ich halt keine. So, ich gucke mir das aber noch genau an. Eine Fackel zeigt in die gleiche Richtung. Okay, dann ist es wirklich vielleicht einfach nur den Funken folgen. Bisher hat es ja funktioniert. Bisher. Ich vertraue dem jetzt einfach mal. Fackel sagt, folge dem Vogel. Okay. Ich vertraue dir, Fackel. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Bisher funktioniert's gut. Jetzt hat sich die Richtung geändert. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Oha. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Okay, ich würde sagen, ich finde den Schrein. Das ist die nächste Quest. Kommen wir zu der Truhe da? Ah, ich habe Angst, dass meine Fackel dann ausgeht. Die geht 100 pro aus. What? Das war aber nicht beabsichtigt vom Spiel, oder? Bestimmt nicht. Ich versuch mal was. So. Nice, hat funktioniert. Ah, ich werde dafür bestraft. Fuck you. Ich darf den Wald wahrscheinlich nicht verbrennen. Aber hey, das hat funktioniert. Das ist cool. Ja, Physik Engine OP. Okay, jetzt wissen wir ja so ungefähr. Wir waren ja schon relativ weit gekommen. Also. Weiter hier rüber, weiter hier rüber. Ah, noch weiter. Na, jetzt ändert sich die Richtung schon. Ah, mit dem Wind. Immer dem Wind nach. Das ist ja letztendlich das, was es ist, ne? Durch den, die ganzen Partikel und so weiter bewegen sich wegen dem Wind, weil der Wind in diese Richtung weht. Wir folgen eigentlich dem Wind. Es ist ja, was Legend of Zelda angeht, nicht gerade ein Konzept, das selten vorkommt. Sieht so aus, als müssen wir da durch. Was ist das hier? Sieht aus, als könnte man es aufsammeln, kann man aber nicht. Okay, ich schätze, jetzt gibt es erstmal nur einen Weg. Und der führt uns wohl direkt zum Schrein. Okay. Alter, geil. Wir sind definitiv angekommen. Steck mal die Fackel weg. Nicht, dass sie glauben, ich wäre irgendein Wilderer oder so. Wald der Crocs. Nice, wir haben es geschafft. Und da ist das Schwert. Hallo Master Sword, geht ab. Was lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach rausziehen. Doch lässt es, weil ich die Titanen schon besiegt habe. Maronus!
Maronus, du alte Socke! Und wie du tanzen musst, du. Du musst für mich tanzen. Oho! Oh, du bist es! Warum so still? Ich bin es doch! Der Musikant aus dem Wald der Crocs, Maronus! Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden. Und hast du die Crocsamen, die du für mich finden wolltest? Wenn das so ist, wenn du mir Crocsamen gibst, kann ich eine deiner Taschen größer machen, na? Waffentasche. Ja, mach das. Ich glaube, ich hau wirklich einfach alles in die Waffentasche, weil Schilde und Bögen haben wir immer genug. Schild würde ich vielleicht sogar noch überlegen, aber ansonsten... Wir brauchen mehr Waffen. So, und Platz für das Masterswort haben wir schon mal. Dam, da, dam, da. Werde größer, Waffentasche. Ja, hau raus. 12. Okay, für noch einen Slot wird es wohl nicht reichen. Pop. Nice. Aber mit den restlichen 6 kommt vielleicht nochmal eine Schildtasche. Die Schildtasche vergrößern oder so. Mal gucken. Wie viel brauchen wir als nächstes? 17. Aber. Ja. Alter, komm runter. 3. Easy. Den Rest sparen wir uns auf. Yay. Ne, alles gut. Nice. So. Hier ist der Schrein. Den wollte ich schon mal sichern. Da ist eine Route. Haben wir schon mal fotografiert? Haben wir nicht. Okay, jetzt haben wir sie fotografiert. Man kann mega viel auf dem Bild erkennen. Aber wir haben eine Route. Jetzt gibt es erstmal Schreinzeit, bevor wir irgendwas anderes machen, damit wir uns auch schön immer hier hinporten können. Können wir ja zwar jetzt schon, aber wir wollen den Schrein ja dann auch tatsächlich machen, ne? So, mal sehen, was uns hier erwartet. Es steht in den Sternen. Das sind viele. Toll, und ich darf jetzt rauskriegen, welche von denen die richtigen sind. Sieht so aus. Cool. Steht in den Sternen. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Sind das hier auch Sterne? Sternbilder? Sollen das Sternbilder sein? Was haben wir denn da? Ich wette, mit einem guten Trick kann man auch einfach darüber jumpen. Das geht wahrscheinlich. Was haben wir denn da? Okay. Oh, ups, das wollte ich nicht. Also wir haben dieses komische Symbol da ganz rechts. Wir haben das 3-Punkte-Dingens oben links. Okay, dann haben wir das da. Ich pfeife gerne. Und das da. Okay. Nur was ich damit anfangen soll, weiß ich nicht. Wir haben hier auf jeder Seite 10 von diesen Löchern. In 2 Fünfer rein. Die Zahl der Sterne. Das ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Ah, oh, okay. Wir haben da dieses 3-Punkte-Dings und davon existiert 1, 2, 3, 4, 5. Also der 5. Ah, deswegen auch die Lampen. Okay, ja. Also der 5. von denen ist der da. So.
Als nächstes haben wir diese komische Verbindung da aus 3 und 4. Das haben wir da. 1, 2, 3. Also ich sehe nur 3. Also müsste es ja der hier sein. Als nächstes dieses komische, dieses Riesengebilde da. Ein bisschen aussieht wie Flügel oder sowas. Fragt nicht. Ich sehe nur einen einzigen davon. Und von den anderen, von diesen länglichen Dingern, haben wir 2. Okay, 1, 2. Mal sehen, ob's richtig war. Yep. Nice. Und jetzt haben die diesen Riesenraum gemacht. Nur um anzugeben. Nein, da ist noch irgendwas. Noch mehr von denen. Okay, die 3-Punkte-Dinger in die 4. Flügel haben wir 2. Von diesen Dingern 2 und von dem anderen 1. Okay, mal gucken, ob ich mir das behalten kann. Eigentlich, also von den kleinen 4, von diesem länglichen Ding 1 und der Rest ist 2. Jetzt geht das Ding wahrscheinlich wieder zu, oder? So, also das in die 4. Das in die 2. Nein, es geht nicht wieder zu. Das hier in die 2. Ups. Ach, macht das schon von selber. Und den in die 1. Das war richtig. Nice. Ja, wenn man es mal rausgefunden hat, ist es natürlich trivial, ne? Es ist natürlich sehr einfach, das hier jetzt auch noch rauszufinden. Und dafür gibt es den Königszweihänder mit Angriffskraft plus 5. Geil. Das hat sich gelohnt. Okay. Und noch ein Zeichen der Bewährung, bitte. Danke. Und da haben wir wieder 2. Was ist denn das da leuchtendes? Etwas leuchtendes, undefinierbares. Sobald ich erwarte, dass man hier in den verlorenen Wäldern ein paar interessante Pflanzen und so findet, die man halt sonst nicht finden kann. Oder Frösche. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Das meiste von dem Zeug darf man irgendwie nicht anfassen. Beziehungsweise im Wald zu jagen ist ein bisschen tricky, weil man mit jedem falschen Schritt verschwindet. Ein Korkfächer. Ein paar Pilze, geil. Ich mag Pilze. Fittlinge. Die sind mir neu. Also, die sind mir nicht neu, aber die habe ich noch nie so in der Wildnis gesehen. Ich glaube, die haben wir mal irgendwo bekommen, aber ich weiß nicht mehr wo. Jedenfalls hat sie noch nicht fotografiert. Und jetzt habe ich sie fotografiert. Ah, die Musik kommt mir auch wieder schwer bekannt vor. So, dann gucken wir mal. Die meisten von den Groks haben Schiss vor uns. Sie wollen nicht mit uns reden. Was seltsam ist, weil 900 andere in dieser riesigen offenen Spielwelt absolut kein Problem damit haben. Der da scheint etwas freundlicher zu sein. Hä? Nein. B-
Bist du etwa... Du bist es! Der Held! Der werte Held! Hab mir gleich sowas gedacht, als der Pilz auf meinem Kopf auf einmal gewachsen ist. What? Das war ein Omen! Nee, war ein Scherz. Dann kommen wir zu den Prüfungen... Zu der Prüfung der Crocs. Den Prüfung... Das gerade... Halt, warte. Du hast noch nicht versucht, das Schwert aus dem Sockel zu ziehen? Was stehst du dann hier? Los, hol es dir! Danach können wir dann über die Prüfung der Crocs reden. Ah. Ich soll also erst versuchen, das rauszuziehen. Das funktioniert nicht. Warum kann ich nicht gleich die Prüfungen machen? Die Prüfungen sind da drin, oder? Ist das der Dekobaum? Was soll es sonst sein? Hey, ein Croc, der mit mir reden will. Boah, bist du der etwa der Held? Willkommen im Wald der Crocs. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie der Held wohl aussieht. Aber du bist noch viel heldenhafter. Ja, Mann. Ich bin der Held. Was haben wir hier noch? Okay. Da kann man auch noch irgendwie lang. Und da geht's halt nochmal tiefer in die Wälder. Wobei, viel tiefer als hier geht es ja nicht. Aber wir sollen jetzt wirklich... Ich meine, ich bin ja eigentlich für das Schwert gekommen. Wie konnte ich das so lange außer Acht lassen? Das ist Blasphemie. Also dann. Komm her. Link. Der Rest liegt an dir. Erinnerung, ja. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Nicht die schönste Erinnerung. Ich muss. Moin, Dekobaum, bis auch mal wach. Lol, sieht genau aus wie früher. Kurz, sagt er. Das weißt du besser als ich. Endlich bist du gekommen. Siehst du? 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinem Besuch warten lassen. Ich dachte schon. Naja, du bist ein Baum. Wenn es jemand nichts ausmacht, dann dir. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekobaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Surprise, als ob ich das nicht schon gewusst hätte. Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Hallo, ich habe 4 Titanen besiegt. Es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Okay. Nimm dich in Acht, mein Junge. Ein Schwert, was versucht, mich umzubringen. Und das nennen die heiliges Bannschwert. Zu der Höhe seiner wahren Kräfte sein, okay? Wenn wir sehen, ob du bereit bist. Das Schwert des Helden. Was sind das hier für Pflanzen? Ach, Prinzessin-Enzian, okay. Lenk nicht vom Thema ab, Link, zieh endlich das scheiß Ding raus. Reicht das? Come on! Come on! Come on! Yes! Alter, gut, dass ich das letzte Mal noch mein Herz hinzugefügt habe. Oder besser gesagt, die letzten 2 Mal.
Da ist das Ding! Willkommen zurück, alter Freund. An diesem Ort sollst du ruhen. Ziehen Sie jetzt ein Masterschwert, erhalten Sie eine Erinnerung gratis dazu. Dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Ihr seht nicht gerade gut aus, ihr solltet euch mal waschen oder so. Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Kick Ganon's butt, of course. Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Hör nicht auf sie, Fei hat keine Ahnung. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören. Sag's ihm selber. Ja. Ja. Jetzt wird sie auch gewonnen, weil sie das Schwert wieder zurücksteckt. Dann kommt eine Fee und deswegen lebt sie überhaupt noch. Oder Plot-Twist, sie lebt wirklich nicht mehr. Oh Mann. Und da steckt jetzt wieder. Jetzt kommt Ende und das war's. Ja, manche Spieler haben damit aufgehört. Und wer weiß, vielleicht wird doch dieses wieder so aufhören. Aber sag mal, Dekubaum, hast du das Ding sauber gemacht? Das ist ja blitzeblank. Und doch gut ausbalanciert, ey. Guter Job, ey. Hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die hohe Priesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen. Es ist wirklich fraglich, ob die überhaupt noch lebt, aber ich schätze mal ja. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Ach, dumm, dass du ein Baum bist, ne? Tadadada! Masters Schwert! Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Aber sag mal, 30? 30? Ich meine, ist nicht schlecht, aber ich habe Waffen, die sind doppelt so stark. Aber hey, Prüfung des Schwertes ist ja auch deshalb, da soll es ja auch stärker werden, ne? Also schätze ich mal, das wird noch. Der Name dieses Schwertes lautet Masterschwert. Wusste ich nicht. Wenn du der Verheerung Ganon und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Du darfst sie doch auf keinen Fall beanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schattig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Nach 100 Jahren bist du wieder mit deinem stählernen Freund vereint. Geh achtsam mit ihm um. Dann wirst du hoffentlich auch bald die andere Mitstreiterin wiedersehen, die seit 100 Jahren auf dich wartet. Und ich werde wieder geheilt, das ist natürlich gut. Okay, da ist das Ding also. Sein Griff ist bestimmt Wirbelattacken, ja. Oh, sorry, wollte ich nicht. Sorry. So, aber die Folge ist jetzt wirklich extrem lang geworden, weil wir noch ziemlich zugelabert worden sind. Aber muss sein, so viel Zeit muss sein. Jedenfalls haben wir jetzt das Master Sword wieder, damit kann es jetzt richtig abgehen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um
Und dann geht es zu Ganon ins Schloss Hyrule. Und dann gibt's Popoklatscher. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.